Willkommen zu einer weiteren Folge F1 23 Breaking Point. Wir sind hier bei Aiden Jackson und es ging richtig ab. In Japan hat die Box ordentlich verkackt. Falls ihr das komplette Video vom letzten Kapitel sehen wollt, schaut gerne oben rechts, weil da ist das in der Playlist drin. Abonniert doch unbedingt gerne den Channel kostenlos, falls euch mein Content gefällt. Freuen kann mein Team, könnt auch gerne reinschauen, abonniert gerne. Und schaut auch gerne auf Instagram und vor allem auch gerne Fritz_Hobby auf TikTok vorbei. Wir gehen direkt ins nächste Kapitel. Der Boxenstopp zum Beispiel. Wie soll ich damit umgehen? Ich weiß. Ich will unbedingt zeigen, was ich drauf habe. Bei einem der Top-Teams. Das habe ich verdient. Ich habe gehört, es gibt Interessenten. Ist das der Agent wahrscheinlich? Ich brauche was anderes. Okay. Was würdest du tun? Und was haben Sie ihm geraten? Nun, ich habe ihm gesagt, dass er ruhig bleiben soll. Die Saison zu Ende fahren. Former F1 Treffer. Zum letzten Team-Meeting gehen. Was ist ein Former? Vielleicht würde das seine Meinung ändern. Wo waren Sie zu diesem Zeitpunkt? Oh, ich habe zu der Zeit noch Kelly geholfen beim Finale der Formel 2 Saison. Jetzt wird's geil. Ich glaube, wir müssen ganz Rennen fahren in der Formel 2. Letztes Rennen der Formel 2. Das wird extrem geil. Los geht's hier. Wir sind jetzt wieder bei Kelly Mayer. Also, das kann sehr spannend werden. Wir gehen jetzt direkt zum Rennen. Ich bin mega hyped und ich glaube, wir müssen das Finale gewinnen, um mit Kelly was zu holen. Los geht's mal. Sequenz. Das letzte Rennen der Saison ist hier in Abu Dhabi in vollem Gang. Heute kämpfen gleich mehrere Fahrer und Fahrerinnen. Es ist immer in der Formel 2 so. Und hier ist die Favoritin. Kelly Mayer. Geil. Ihre Leistung war in dieser Saison so beständig. Sie war so schnell. Ich setze voll und ganz auf Mayer. Keine Zweifel. Wenn sie gut genug abschneidet, gehört der Titel ihr. Ich würde es gönnen auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wir werden da auf jeden Fall was dazu beitragen. Schließe auf dem Podium ab. Also wir müssen mindestens Dritter werden. Sieht gut aus, Kelly. Ein Podiumsplatz sollte drin. Wir sind bestimmt Fünfter, Sechster, Vierter. Irgend sowas. Los geht's hier mal mit Kelly Mayer. Wir sind auf dem 9. Platz und das Podium sollte drin sein, sagt er. Das könnte auf jeden Fall noch spannend werden. Also ja, Kelly Mayer. Podiumsplatz sollte drin sein. So, Ralf Buschung, den Schweizer, den holen wir uns, glaube ich, jetzt mal. Gibt es die neue Variante? Ja, ist natürlich die neue Variante. Wir sind in der 2022er Season. Juri Vips, der, so heißt er, genau, der wurde ja von Red Bull verstoßen, wegen, homophober Aussagen. War natürlich auch sehr dumm, oder? Also ich meine, man kann natürlich unter Freunden irgendwie so quatschen, wie man die Cap von dem Teamkollegen findet. Aber wenn ich das in einem Livestream mache und so bekannt bin, dann mache ich das eher nicht, oder? Ja, fuck. Theo Pocher, Alter, müssen wir in die Box? Vermutlich, oder? Wir schauen die Reifen mal. Ja, noch okay. Was? Nur 8 Runden? Es ist das Hauptrennen mit 8 Runden? Ja, da können wir auf jeden Fall nachher noch ein zweites Kapitel spielen, wenn das komplette Kapitel ist. So. Und wir haben nur 4 Runden Zeit, vor allem fällt mir gerade auf. Ja, da müssen wir schon ordentlich speeden. Die kommen aus den Kurven so schlecht raus. Also die KI ist manchmal sehr weird. Bestie. Der ist auch, ich finde ihn sehr sympathisch. Dänemark, glaube ich, kommt er. Führt auch, glaube ich, aktuell ein bisschen in der WM. Also ist sehr beständig auch. Ähnlich wie Kelly hier. Bin sehr großer Fan. Er ist auch unfassbar sympathisch auf TikTok und so. Gut, aber jetzt kommen wir mal hier zurück. Theo Pocher ist unser Ziel. Deswegen ist er auch primär mit diesen roten Fähnchen angezeigt, weil er unser primäres Ziel ist. Und natürlich das richtige Ziel wäre, das Rennen zu gewinnen und so locker den Titel zu holen. Das wäre das Bonus, der Bonus. Darovala hält hier fest hier ein bisschen auf.
Das ist Latifis Lieblingskurve. Komm ich. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie urschwierig, diese normalen letzten Kurven. Ja, in der letzten, im letzten Sektor habe ich safe eine Sekunde liegen lassen und trotzdem schnellste Rennrunde. Egal. So, da fährt wieder einer langsam, das ist eine Überrundung. Ja, ich muss aufpassen, denn wenn ich online, also ich fahre viel online und da werden die einfach geghostet und das ist mein Problem. Ich muss da aufpassen, dass ich nicht einfach denke, oh, die werden geghostet, die fahren einfach durch. Sonst, ja, biegst du den einfach hinten drauf. Sadala. Pietro Fittipaldi. Den könnten wir uns jetzt schnappen. Ist aber auch krank, die Pace von den Autos. Jeder sagt nur so, oh, nur Formel 2 und so. Aber dass die 300, 320 km/h schaffen, das ist schon sehr krass. Und das ist... Jetzt habe ich auf einmal den Spiegel wieder drauf. Es ist auch sehr random, dass ich manchmal den Spiegel habe und manchmal nicht. Ich habe den eigentlich komplett für Rennen eingestellt in meiner HUD. Aber ja, was soll ich sagen? Ich muss den eben ein bisschen weiter aufsetzen. Das machen wir jetzt schnell. Er ist ein bisschen im Sichtfeld, so ist er okay. Das sehen wir auch gut. In einem Rückspiegel hast du ja auch nicht irgendwo in der Mitte vom Auto. Wisst ihr, was ich meine? So, hier ist unser primäres Ziel mal. Und der Bonus ist auch nicht weiter. Ah, ich glaube, Bonus wird schwierig heute. Also wir sind ja... Aber die Formel 2 Ansprüche sind gar nicht wenig, oder? Ich meine, beende am Podium, das letzte Mal gewinne das Rennen. Jetzt hier wieder, beende auf dem ersten Platz das Bonus, also... Das ist schon... Oh, jetzt habe ich die Pylonen mitgenommen. Das ist schon Wahnsinn, was die da verlangen. Sage ich ja, mindestens eine Sekunde schneller. Ja, am Auspuff war es jetzt noch nicht ganz, aber jetzt, glaube ich, könnten wir ihn auf der DRS-Zone holen. Oder vielleicht unten in Verstappens Kurve. Ja, verspätet auf der Bremse. Das Handling ist so schwach. Die haben so einen kleinen Radstand. Zack, da gehen wir nach außen. So, jetzt aber an Tio vorbei. Unser primäres Ziel haben wir mal geschafft. Logan Sargeant und Drugovic. 2,5 Sekunden. Zwei Runden wird hart auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch nur ein Bonus. Also wir müssen es nicht unbedingt schaffen. Ich finde es immer noch lustig, dass wir hier gegen Logan Sargeant kämpfen, obwohl der eigentlich schon in der Formel 1 ist. Also auch cool ist, dass man nur DRS zu Hilfe hat. Er deckt gut ab, aber wir sind besser. Ah, da kommen wir weit nach außen. Ja, Philippe kann da ein bisschen Zeit gut machen. Fast in der Tiefe gemacht. Da. Anderen Schwung mitnehmen. Tatsächlich funktioniert das. Das ist der erste Platz und das ist jetzt auch unser, ja, Bonusziel. Ich hätte gerne noch ein drittes Ziel, so hol doch schnellste Rennrunde oder so. Aber die haben wir auch schon. Ich glaube, der kommt wieder zurück. Ich hatte hier einen fetten Querstuhl beim Rausbeschleunigen. Das könnte für den Cover reichen. Für den Cover reicht nicht. Aber warum man nur 8 Runden als Hauptrennen fährt, das verstehe ich nicht ganz. Oder ist das das Hauptrennen? Ich weiß nicht, wenn nur Race steht, ob das Hauptrennen ist. Trotzdem bin ich sehr, 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 sehr stolz. Wir haben es geschafft hier. Und ich glaube, wir legen tatsächlich den Grundstein, dass sie jetzt in die Formel 1 aufsteigen kann. Schreibt Konnersport Racing Geschichte und stellt eine Frau wieder mal, obwohl Geschichte wäre es nicht ganz, aber stellt jetzt ihm ein und schreibt Konnersport Racing im 20. Jahrhundert Geschichte oder im 21. Jahrhundert Geschichte. 21. Jahrhundert Geschichte, das wäre schon ziemlich cool, also wenn wir da mit ihr in der Form im Team fahren könnten. Und ja, es wirkt halt auch immer mehr, als ob Aiden das Team verlassen wird.
Also denke ich mal, Aiden wird zu Mercedes gehen, Ferrari. Ich glaube nicht, dass er zu Red Bull geht, weil sie waren ja auch die Besten. Und warum sollte man ein Winning-Team irgendwas changen? Ihr kennt ja den Spruch. Also ich glaube nicht, dass man da was machen wird. Bring bis zu Ende. Richtig so. Gut, das ist also ein sehr toller Exit gewesen. Jetzt sind wir schon 12 Sekunden von Fittipaldi weg. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer es ist unrealistisch. Alter, wie lang dieser Pendler gegangen ist. Halleluja. Ja, was soll ich sagen? Bonus ist da. Und ja, wir sehen uns bei der Sinterfahrt, weil jetzt wird's emotional, denke ich mal. Überschreitung der Track Limits? Hä? Wir waren doch da nicht drüber, oder? Hier sind wir drüber. Tatsächlich. Tatsächlich, ja, okay. Letzte Kurve und jetzt auch die letzte Kurve hier mit, ja, mit Meyer. Wir haben es geschafft. Wir haben sie zum Formel 2 Titel gebracht. Kelly Meyer. Ja, das Podium müssen wir uns angucken. Boah, das Team rastet aus, aber voll. Verdient. Das hat sie auf jeden Fall verdient gewonnen. Sie hat es geschafft. Viele haben es ja schon vermutet. Jetzt haben wir einen neuen Star. Kelly Meyer gewinnt hier und heute. Verdient. So verdient. Die Formel 2 Meisterschaft. Historisch. Irgendjemand muss ja die Erste sein. Ich hoffe nur, dass das beweist, dass Talent genauso wichtig ist wie Geld. Was ist mit Ihrem Vater? Hat er Ihnen schon gratuliert? Nope. Nächste Frage. Kelly, was wir uns alle fragen, wie fühlt man sich als Frau im Motorsport? Keine Ahnung, John, wie fühlt man sich als Mann in der Berichterstattung? Sie ist so... Hitzköpfig. Ja, auf jeden nicht Fall hitzköpfig. Sicher, aber genau das muss man zu einem gewissen Punkt. Ich weiß nicht. Sonst wäre das nie passiert, dass Kelly für uns den Titel geholt hat. Das ist schon ein Wahnsinnsding. Sowohl für den Sport, aber auch wahnsinnig für alle ist es schon. Und für Sie? Was haben Sie empfunden? Das war einer der stolzesten Momente meiner Karriere. Ich war zum ersten Mal ein Mentor für jemanden. Aber auch traurig, weil ich gehen musste. Hatten Sie Kelly schon von Ihrem neuen Job erzählt? Ja, natürlich. Und ich sagte ihr, dass ich sie am liebsten mitnehmen würde. Sie hat's verstanden. Und Aiden? Haben Sie es ihm auch erzählt? Nein, er war zu beschäftigt. Beschäftigt? Er war ja drauf und dran, dem Team zu sagen, dass er es verlassen würde. Guten Abend alle zusammen. Danke fürs Kommen. Ich weiß, Aiden möchte uns heute etwas mitteilen. Jetzt. Aber erst möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Geht ganz schnell. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in dieser Saison verausgabt habe. Denn ihr wisst, mir gehört das Team, ich leite das Team. Das ist... Nein. Okay? Sag nicht, Aiden kommt zurück. Nicht mehr den Job als Nein, sag nicht, Ackermann kommt zurück. Nächste Saison. Ich werde versuchen, Cornersport Racing weiter zu der Marke zu pushen, das wäre was. Während der neue Teamchef sich allein auf die Leistung und die Punkte konzentriert. Und wir haben schon jemanden gefunden, der diese Rolle erfüllt. Nein, nicht Ackermann.
Nein! Kasper, Kasper, komm mal! Kasper, komm mal, wird unser neuer Teamchef! Okay, jetzt wird sich Aiden zweimal überlegen, ob er liefen wird. Danke. Ist das geil. Danke. Kasper Ackermann. Das ist ein großer Schritt für mich. Aber ich freue mich schon sehr auf die nächste Saison mit euch. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ich tut mir leid, wenn ich das eben gerade so dramatisch präsentiert habe, okay? Begrüßt jetzt den Mann, der euch bezahlt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. So geil. Das ist so geil. Gut. Aber dann lasst uns jetzt weitermachen. Aiden, du wolltest auch noch was verkünden. Du hast das Wort. Nein, ist nicht so wichtig. Ich wollte nur sagen, danke euch allen für die gute Arbeit dieses Jahr. Und ich freue mich auf die nächste Saison. Besonders mit Kasper an Bord. Es ist so sarkastisch. Oh, ich lieb's. Es ist eine sehr schöne Wende. Da war auch klar, dass Kasper jetzt nicht gehen wird. Ah, dass Aiden jetzt nicht gehen wird. Ja, 3 Monate später. 2023, ein neuer Anfang. Ja, das ist... Wie sehr hat Kasper ihre Vorbereitung für 2023 beeinflusst? Ich hatte wichtigere Dinge im Kopf als Kasper. Hätten Sie im Rückblick 2023 lieber etwas anders gemacht? Nein, das war schon alles gut so. Außerdem, was sollte ich denn bereuen? Ich war der Star der Saison. So ein arroganter, weiß nicht was. Was steht hier? Devin Butler, okay. Okay. Das, an was und Davidoff zu sagen hat. Nein, wir sind jetzt Devin. Ach so, ja, stimmt, Devin Butler. Einstellen und feuern. Wie läuft das Rennen? Ach, du weißt schon. Ducken und fahren. Seid ihr alle vorbereitet? Klar. Ich habe die Strategieänderung nochmal geprüft. Ich sehe mir gerade meine Notizen an. Alles abgedeckt, wie immer. Sie werden nur noch meinen Staub sehen. Das klang wie ein echter Butler. Aber denkt dran, für uns alle steht in dieser Saison viel auf dem Spiel. Ja, ich weiß. Dev, ich meine das ernst. Du trägst dieses Team auf deinen Schultern. Vergiss das nicht. Naja, du nimmst weiter zweitklassige Fahrer unter Vertrag. Ich kann nicht die ganze Arbeit alleine machen. Vergiss nicht, wo wir jetzt wären, wo du jetzt wärst, wenn das alles den Bach runtergehen würde. Vertrau mir, Dev. Du musst dir keine Sorgen machen. Devin, ich meine es ernst. Wenn du nicht deine beste Leistung bringst, landest du ganz unten. Willst du das wirklich? Nein, natürlich nicht. Behalte das im Hinterkopf. Und jetzt fahr da raus und zeig mir, was du kannst. Das muss er machen, aber... Ich hol dir die Punkte, Devin. Guter Junge. Gut, aber nicht mehr heute. Das werden wir dann vermutlich morgen sehen. Abonniert unbedingt dafür gerne den Channel kostenlos. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei, Instagram und TikTok. Mein kam auch schon ein Video online, also könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Und falls euch mein Content gefällt, würde ich mich über ein Däumchen herum freuen. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.